Auf jeden Fall, wir haben ein paar lustige Bewerbungen. Der Lurch kommt natürlich. Huch, der Lurch kommt natürlich weg. Flupsli. Und, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Da haben wir. Ich lese jetzt so ab und zu mal Bewerbungen vor. Ich habe ja eine ganze Menge. Ich gehe mal ganz kurz hier auf einen anderen Bildschirm. Alter, ich scrolle da gerade runter und da habe ich hier. Ach du Heilige. Ich weiß gar nicht, wie ich das auswählen soll. Ich habe mir ein paar Copy-Paste, ein paar Vorlagen rausgesucht. Und es gibt auch so ein paar Special-Dinge. Alter, das sind so viele hier. Krass. Dann habe ich mal noch. Also ich habe drei Kategorien gemacht. Die eine verrate ich noch nicht. Die eine ist jetzt für normale Jobs hier im Arbeiterviertel. Und die dritte und letzte ist schließlich noch etwas für zukünftige Sachen. Wo ich aber mal gucken muss, wann wir die anbringen. So Leute, die sich beworben haben auf Jobs, die zum Beispiel hier im Arbeiterviertel gar nicht hausen. Hier braucht man ja Leute wirklich für den Hafen. Ne, also wenn sich ja jemand als Förster beworben hat oder sowas, bringt das hier am Hafen recht wenig. Der gehört in den Wald. Sowas habe ich mir dann mal rauskopiert, so vereinzelt und so für später mal. Aber das, ich weiß noch nicht genau, wie ich das später machen werde, wie das da mit Bewerbung läuft und sowas. Da müssen wir mal gucken. Jetzt erstmal waren die Bewerbungen für den, nur fürs Arbeiterviertel. So, und jetzt gucke ich mal ganz kurz. Ich nehme mal random einfach irgendeine Bewerbung raus. Moment, Moment. Was haben wir denn hier? Ich guck mal. Oh, jetzt juckt das Auge beim Lesen natürlich, ist ja ganz klar. Hier haben wir zum Beispiel: Hallo, ich bin Anna, 9 Jahre und Waffenfachverkäuferin, seit ich 5 bin. Früher habe ich die Kinderüberraschung in Ü-Eiern in der Fabrik eingefärbt, aber seit die USA die Ü-Eier wegen gefährlichen Kleinteilen verboten hat, habe ich mich auf Waffen spezialisiert. Das ist weniger gefährlich. Nebenbei jobbe ich als Fischattrappe, um die Fische für Angler anzulocken. So, Fischattrappe finde ich einen super Job und auch sonst sehr lustig. Und dann hauen wir hier mal, die Anna wohnt gleich hier vorne. So. Machen wir mal die Anna, mit einem N übrigens. Fischattrappe. So, zack. Da wohnt jetzt die Anna. Und jetzt habe ich noch, ach, das habe ich noch in petto quasi. Ich eile mal ganz kurz, ich frage mich, wo Derpy ist. Jetzt habe ich nämlich noch was vorbereitet. Und das, da freue ich mich ja mit am meisten drauf. Hörst du schon mein kindisches Strauchdieblachen? Wo ist denn die Derpy gerade? Ist die abgehauen? Hat die einen besseren Job bekommen? So, warte. Hafen. Und das Dorf hat ja noch keinen Namen. Da müssen wir auch noch einen Namen für finden. Und wir eilen durch die Nacht. Wo ist Derpy? Derpy! Ich hoffe, sie hat mich nicht verlassen. Please don't tell me it's a Mod-Inkompatibilität. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das Dorf hier nennen soll. Bin da so ein bisschen überfragt. Horsthöhle ist jetzt natürlich auch sehr rollenspieltechnisch. Und hier hätte ich gern noch irgendwas wie... Warte. Apfelplantage. Das hier ist die Apfelplantage. Man kann ja auch mal hier und da ein bisschen beschriften. Und hier, das könnte ja zum Beispiel Wunschbrunnen sein, aber hier kriege ich kein Schild zentral hin. Da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Wir haben die Monster immer noch nicht angeschaltet. War mir jetzt erstmal nicht so wichtig. Ich muss mal ganz kurz... Für kleine Mädchen. Nee, ich muss mal ganz kurz ins Lagerhaus. Ich möchte mir nämlich schnell was basteln. Ich brauche nämlich etwas dazu, und zwar nur diese eine Sache. So, dazu brauche ich Weizen. Und dazu muss ich erstmal ein bisschen was ablegen. Dieses Silber kann ich zum Beispiel hier so. Und Erde habe ich weiß Gott genug gerade. Die brauchen... Oh. Wir müssen mal wieder ein bisschen was terraformen, wa? So, komm, die 41 nehme ich mit. Mit denen können wir noch basteln. 33 Silberbarren, 64 Gravel. Zweimal 64 Gravel. Da kann ich einmal ja bestimmt hier ablegen. Die Steinziegelstufen könnten wir theoretisch mitnehmen für die Brücke. 7 Kartoschki haben wir dabei.
Die Dinger werden wir noch brauchen. Okay, soll aber reichen. Ich mache mir jetzt mal ganz kurz... 1, 2, 3. Machen wir uns gerade mal mehrere brauchen wir sowieso nicht. So viele. Aber haben wir mal 64 Brote. Es kann ja nicht schaden. Und was ich jetzt mit den Broten mache, ist mal ganz kurz. Ich hoffe, das klappt hier jetzt auch reibungslos. Es klappt hier offenbar nicht. Warum klappt... Was? Bitte was? Okay, das war... Ja. Wieso geht denn das auf einmal nicht mehr? Das hat doch eben gerade noch im Backup geklappt. Hä? Mut zur Klappe, Brot, hier. Alter, einige von euch wissen vielleicht schon, was ich vorhabe. Wieso geht das jetzt auf einmal nicht mehr? Das hat eben gerade noch in derselben Spielsession in der Backup-Welt geklappt. Ich verstehe das nicht. Hat er vielleicht auch deswegen... Ich habe das Gefühl... Oh, oh, ich glaube, Derpy ist schon wieder verschwunden. Ich glaube, der hat nicht alle Mods geladen. Nee. Ist das, doch, Ditzy. Das hier ist Ditzy. Jetzt weiß ich, das ist Ditzy. Das ist nämlich die Schwester von Derpy tatsächlich. Ich lerne dazu. Also ich will das alles gar nicht wissen. Aus irgendeinem Grund weiß ich das jetzt. Ich lese zu viele Kommentare. Aber wo ist dann Derpy und wieso klappt das hier nicht mehr? Ich nehme das mal mit. Einige wissen, was ich vorhabe. Aber nicht verraten, nicht spoilern. Auf jeden Fall wird das super. Da freue ich mich schon total drauf. Das wird geil. So. Wo ist denn Derpy bloß hin? Derpy! Wo bist du? Nicht, dass sie sich irgendwo im Wald verlaufen hat oder ich weiß gar nicht. Ich meine, die ist doch so tapsig. Die irrt doch überall rum und dann latscht die, fliegt die einfach über die Bäume rüber und so eine Scherze. Ach, da geht's zum Hafen. Okay, dann gehe ich da mal lang. Ach, das ist doch der falsche Weg hier. Scheiße, muss ich vielleicht mal wieder richtig legen, das gute Stück. Aber die Frage ist... Derpy? Hier? Und warum sollte sie hier sein? So, die Brücke reiße ich dann... Wollte ich ja eigentlich offscreen machen. Mache ich noch offscreen... Habe ich noch nicht geschafft, mache ich aber demnächst, versprochen. Die kommt auf jeden Fall weg, ohne dass ihr dafür leiden müsst. Wo ist denn Derpy jetzt hin? Ich will jetzt natürlich nicht mal die ganze Zeit suchen. Ich muss dringend einen Stall machen, das geht doch so nicht. Derpy? Ich habe keine Ahnung, wo sie steckt. Die kleine Stute. Ich guck mal ganz kurz, ob die vielleicht da hinten entweichen konnte, aber ich meine, die fällt doch auf. Das müssen wir natürlich alles noch zukleistern hier, damit man da nicht durchkommt normalerweise. Das sollte ja eigentlich nicht passieren. Aber da kann sie ja dann auch nicht auf die Blätter gesprungen sein. Ich meine, man kommt doch nicht auf die Blätter hoch. Das habe ich doch alles ausgemessen, dass das nicht geht. Dass man auf gar keinen Fall auf die Blätter kommt. Da bin ich doch Profi. Ich glaube, die ist weg. Tja, naja. Dann soll es so sein. So, da haben wir auf jeden Fall die Anna, die arbeitet als Fischertrappe. Und hier muss ich mal ganz kurz gucken. Ach ja, das sollte ja so steinern bleiben. Da muss ich ja noch ein Bettchen einfügen. Wie gesagt, wir haben hier noch nicht großartig dekoriert. So, damit haben wir das. Da lösche ich mal ganz kurz die Bewerbung hier raus. Dann haben wir die nicht doppelt drin. Was haben wir denn noch hier drin? Mhm, Onkel Tofu schreibt... Veganer ersten Grades, Beruf Diplom-Masseur
und Wellness-Präventionspraktika. Mein lieber Herr Tofu, als Veganer bringst du leider nicht die erforderliche Muskelmasse für einen Masseur mit. Das ist so, als ob ich mir eine schwache Hand auf die Schulter lege. Das bringt leider nichts. Es tut mir leid, Onkel Tofu, das muss ich leider absagen. Das tut mir sehr leid. Heißt aber nicht, dass nicht andere Stellen noch frei wären. Als Veganer zum Beispiel kann man gut arbeiten als, sagen wir mal, als Dünger, als Windfähnchen, als, eine Türstopper ist schon wieder, da braucht man Kraft, um die Tür festzuhalten. Schwierig, ist schon schwierig. So, was haben wir denn hier nochmal? Aha, lieber Gronk, hiermit reiche ich meine Bewerbung auf eine Arbeiterwohnung ein. Der Name ist Santico und er möchte sich bewerben als Fugenauskratzer der Cobblestones am kalten Pier, damit es hier nicht alles zumoost. Ich glaube, der Santico als Fugenauskratzer, sowas können wir hier gut brauchen. Warte. Der Santico wohnt jetzt hier, Fugenauskratzer. So. Da hat der Santico hier seinen eigenen Wohnknast. Das ist doch wunderschön hier auch. Mit Schlafnische, was wünscht man sich mehr als Fugenauskratzer? Der Mann hat's geschafft. So, hier habe ich noch einen frei. Den kann ich jetzt wegmachen. Den haben wir dann auch. Ich habe versucht, das auch immer Männlein, Weiblein immer so ein bisschen gleich zu lassen. So, was haben wir denn? Da muss ich mal ganz kurz gucken. Was haben wir denn hier zum Beispiel? Das ist lang. Bewerbung eine nicht ausgeschriebene Stelle als Messerküstenanpassungsbeauftragter. Sehr geehrter Herr Gronk, Ihr Stellenangebot in Ihrer Niederlassung am Kalten Pier interessiert mich außerordentlich. Bereits in jungen Jahren, bla. Die Planungs- und Gestaltungsaufgaben eines Messerküstenanpassungsbeauftragten reizen mich im höchsten Maße. Nicht zuletzt wegen der luxuriösen Unterbringung in direkter Nähe zum Arbeitsplatz wäre es mir eine Freude und ein persönliches Bedürfnis, 23,5 Stunden meines Tages mit der Betreuung und Umsetzung Ihres Großprojektes zu verbringen. Darüber hinaus erfüllte es mich persönlich mit großem Stolz, würden Sie mir die Möglichkeit bieten, meine Fähigkeiten in diesem Projekt unter Beweis zu stellen. Bei weiteren Fragen stehe ich Ihnen gerne täglich in meiner Mittagspause von 12 Uhr bis 12.05 Uhr oder zur Not auch in meiner Nachtruhe von 23.30 Uhr bis 2.30 Uhr zur Verfügung. Bis dahin verbleibe ich mit freundlichen Grüßen Silberkron, also Silvercrown eigentlich. Ich glaube, das ist ganz gut. Ich gucke hier nochmal ein bisschen durch. Muss ich mal gucken. Lieber Silvercrown, ich werde das für später noch berücksichtigen. Ich habe das jetzt hier erstmal, ne, also hier in meinem Dingens, da habe ich ja zum Beispiel auch den Goxart, der hat sich auch beworben. Dann habe ich hier noch Mask 96, Pipapo, das war aber, glaube ich, was für später. Hier habe ich noch die Saftschubse. Hier haben wir zum Beispiel, mein Name ist Trin, ich bin ausgebildete Masseuse und Köchin. Und kann somit für ein zufriedenes, ausgewogenes Arbeitsklima garantieren. Gern können Sie sich in einer Probestunde einen Überblick über meine Fähigkeiten machen. Gehaltswünsche keine. Benötige nur Kost und Logis. Tja, was soll ich sagen? Trin ist natürlich eingestellt. Masseuse und Köchin, wie fasst man denn das zusammen? Trin? Masseuse und Köchin? Fasse ich mal zusammen als Körpermotivation. Mist, das passt nicht dahin. Körperliche Motivationshilfe. Nicht Masturbationshilfe, sondern Motivationshilfe. So, ich schreibe mal drin körperliche Motivation. So schreibe ich das mal hin. So, dann haben wir die ersten drei schon ausgefüllt und jetzt müssen wir natürlich noch ein bisschen anbauen. Das heißt, ich hoffe, ihr verzeiht mir das, wenn ich hier tatsächlich noch mal ein bisschen... Ich habe eine Idee, wie ich die Ecke hier erweitern könnte. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das ein bisschen, wenn ich hier tatsächlich noch ein paar weitere Wohnstuben anbringe. Aber es gab einfach so viele Bewerbungen. Das war ja witzig. Fliegt die Fackel da einfach hin? Naja, gut. Ich muss nochmal gucken. Ich glaube, das mache ich dann tatsächlich nochmal einen breiter. Man, also ich meine, schon so leben wie Arbeitersklaven, das ist natürlich ganz toll. Aber es muss ja nicht so übertrieben sein. Hier haben wir noch... Hier haben wir ja 1-2 Dinger, dann ist der Flur hier... Ein breiter können wir den ruhig machen, komm.